Es ist so, bei uns haben sie jetzt keinen Grund mehr, uns anzuhalten. Nö, nö. Die halten trotzdem an. Ja, die halten alles an. Mich hatten sie auch keinen Verdacht. Ich war von allen entfernt, hatte nicht an alles für Verdacht. Ruhe! Das sind Cops hier? Ja. Beim Eingang stehen. Die Cops fahren weiter. Die haben mich gleich. Bin vergast. Bist du schlumm? Ja. Schlumm ist ein Rundopeli. Also nehme ich das W, schießen und drehen. Auf jetzt. Ja. Schon tot. Jetzt ist er. Schau, Tim. Sound muted. So. Resume. Habt ihr hier, wer hat jetzt noch alles Zeug? Nur die bei ja. DP14 haben noch Zeug, ne? Nee, Hirsch, hier auch noch. Ja, hier ist auch noch. Die Depps haben hier. Kann mich keiner erschießen? Hallo? Kann mich keiner erschießen? Nein, du bist Scheiße. In Rodopoli und alle anderen stehen DP14. Schlumpf. Haben sie eure Daten direkt vor Ort geschlachtet? Ja, nee, sind bei. Also, nimm sie mit. Nee, weil sie sind danke. Im Chat wurde gezeigt. 10 Millionen. Ja. Wieder von direkt vor Ort? Ja. Jo, die Cops haben mich mitgenommen, die Cops nehmen mich mit auf irgendeinen Verdacht, dass sie mich da gesehen haben oder so. Ja, mich auch. Ja, ich hab auch. Sie werden es auch gesagt. Wo hast du den LKW in Atira liegen lassen? User disconnected from your channel. LKW Atira? Irgendwo? Nee? Weiß keiner? Toll. Nee. Wenn sie dann klarkommen demnächst. Also Atira ein. Richtung. Sound muted. Hallo? Hallo, hallo? Okay, jetzt möchte keiner mit mir reden, ne? Danke. Was ist denn los, der Herr? Sie können also nichts sagen. Doch, ich hab Sie doch gerade angesprochen. Was ist denn los, der Herr? Verstehen Sie mich nicht? Doch, doch, ich verstehe Sie. Aber ich habe keine Antwort gekriegt. Oh, schön, wieder gerammt. Doch. Was? Ich dachte, Sie haben eine Augenbinde auf. Ja, oder auch nicht. Hat man Ihnen keine Augenbinde gegeben? Oder meinen Sie, dass es dann erlaubt, wenn ich eine Augenbinde auf habe, dass ich andere Fahrzeuge rammen? Was haben Sie gesagt? Ich sagte, das ist denn erlaubt, wenn ich eine Augenbinde aufhabe, dass ich andere Fahrzeuge rammen, ja? Nein. Achso. Mit erlaubt zu tun. Oder was auch nicht. Nö, ist schon gut. Mit Augenbinde sollten Sie das eigentlich gar nicht sehen. Ja, ich habe aber keine auf, falls Sie es nicht wissen. Ne? Haben Sie also falsch gedacht? Gibt's noch irgendwas, was Sie nicht wissen? Also wenn das jetzt hier eine Konversation wird für mich mir selber, dann, ne, dann gebe ich auch gleich auf.
entschuldigen Sie, momentan ist mal konkret. Das ist nicht mein Problem, das ist Ihr Problem. Und Sie unterhalten sich entweder mit mir oder wir hören hier auf an der Stelle. Naja, grundsätzlich muss ich mich mit Ihnen sowieso nicht unterhalten, da Sie auf meinen Kollegen geschossen haben. Achso, dann ist ja gut, dann unterhalten wir uns also nicht mehr. Bitte. Komm hier, die fährt noch mehr LKWs. Okay, die SG-Leute ziehen nicht, also die stehen wahrscheinlich noch. Auch zum Glück standen die hier, Alter, die haben uns ja sowas den Arsch gerettet. Sound muted.
Der erste Person, die wir schon hatten, die hat das gleich wer sagt, dass die zu mir gehört? Ja, die regen sich also auf, sonst würden sie doch gar nicht aufregen. Also gar kein Problem, wir machen jetzt einfach... Wir machen jetzt an sämtlichen Verabredungen, die wir hier festgesetzt haben, eine Halteabfrage, denn das müssen wir dann ausweisen, alles kontrollieren, dass die Sache geklärt ist. Gerade, Herr. Ja, bis auf das, der Richter da hinten, mein Kollege gehört. Ich kann den auch ranbestellen, der kann auch gerne kommen. Das ist gar kein Problem, das kriegen wir noch alles hin. Wenn Sie Fahrer sind, sind Sie Mittäter, ganz einfach. Ach, Mittäter? Sie müssen doch gar keine Angst haben. Wenn da nichts drin ist, keine illegalen Substanzen, dann brauchen Sie doch keine Angst haben, oder? Brauche ich nicht, aber die andere Frage ist Ihr Verdacht. Sie meinen, mein LKW zu mich zu tun, dann sagen Sie, dass Sie sind mal ganz locker. Sie sind doch jetzt hier nur erstmal geladen und wir können jetzt gucken, was hier los ist. Wenn wir natürlich illegale Substanzen in diesem LKW feststellen, ja, dann sind Sie bitte Probe her. Ganz einfach. Nicht wahr? Gut. Und was ist nochmal die Argumentation, dass Sie meinen LKW durchsuchen? Sie haben es nicht verstanden. Ich glaube, Sie müssen sich mal vielleicht was im Ohren abgehen, die Ohren durchspielen lassen, damit vielleicht auch mal wieder... Ich verstehe Sie schon sehr gut, Herr. Gut. Okay, warten Sie mal kurz. Sekunde. Ich bin gerade beim Bürgermeister. Wäre nett, wenn Sie das jetzt mal kurz abbrechen. Ja? Nee, brauche ich nicht. Sie schafft einmal die Personalien hier bitte feststellen. Einmal an sämtlichen Fahrzeugen die Halteabfragen bitte machen. Alle Fahrzeuge mit einer Halteabfrage, die hier so stehen. Ja, der Sitzer ist am Nichts hier. Wo haben Sie denn Ihren Ausweis denn? Haben Sie den versteckt? Zeigen Sie mir das bitte kurz. Wo haben Sie den? Rucksack, Hose, Unterhose. Hallo? Haben Sie die Stimme verloren? Hallo? Ich habe keine Lust, mich so um mich zu unterhalten. Sie stottern gerade so ein bisschen. Ich habe es irgendwie schlecht verstanden. Ja, dito. Ich habe Sie gefragt, wo Sie den Ausweis haben. Ich würde gerne wissen, wie Sie heißen. Ja, dann fragen Sie doch noch öfter. Ja, mache ich auch, solange ich weiß, wie Sie heißen. Ja, viel Spaß dabei. Und ich habe gesagt, ich habe so keine Lust, mich zu unterhalten. Ich hoffe, ich mich klar und deutlich ausgedrückt habe. Aber mir wurde ja auch vorhin gesagt, man braucht sich mit mir nicht zu unterhalten, wenn ich mich unterhalten möchte. Also schließe ich jetzt meine Unterhaltung hier auch ab.
So, der Herr, nochmal. Ich würde Sie bitte nochmal bitten, mir zu sagen, wo Sie einen Ausweis haben, ansonsten mit Fingerabdruck ab und Sie das so dann heraus, wenn Sie sie halten. Sind Sie zwischendurch etwa weg gewesen? Waren Sie Kaffee trinken oder was? Nee, ich war nicht Kaffee trinken. Ich habe eben schon mal gesagt, ich habe so keine Lust, mich zu unterhalten. Ich werde mich so in dieser Art und Weise auf keinen Fall mit irgendjemand unterhalten. Was für eine Art und Weise? Ich rede doch ganz normal mit Ihnen. Ne, tun Sie nicht. Gut, für mich ist das Gespräch beendet hier.